Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Web-Talk. Heute geht es um OER zu OER. Das ist so ein bisschen merkwürdig, weil zweimal diese Abkürzung, aber eigentlich zielt das so ein bisschen auf diese Situation, die man manchmal so hat, wenn man zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen erzählen soll, was eigentlich dieses merkwürdige OER ist. Oder wenn man, ja, was weiß ich, so eine Mikrofortbildung, irgendwas vorbereitet, wo halt so Wissen weitergegeben werden soll zum Thema OER. Und glücklicherweise gibt es ganz viel Material im Netz eben zu diesem Punkt. Das heißt, man muss gar nicht das Rad immer neu erfinden und sich schlaue Dinge ausdenken zum Thema OER erklären. Und man kann auch zum Beispiel auf Filmmaterial zurückgreifen und sonstige Dinge. Und all das wollte ich euch jetzt ein bisschen zeigen. Es gibt so ein, zwei Anlaufstellen, die gut sind zu wissen. Und entsprechend möchte ich euch jetzt wieder mitnehmen auf die übliche kleine Reise durch die Anlaufstellen im Internet. Dazu gebe ich euch gleich mal meinen Bildschirm frei und dann könnt ihr mit mir gucken, wo man denn OER zu OER finden kann. Und anders als bei den letzten Malen werde ich diesmal auch ein bisschen mehr auf den einzelnen Webseiten herumklicken. Also könnt ihr gleich mal gucken, dass wir da gemeinsam ausprobieren. Oh ja, ich werde auch heute mal ein für mich neues Feature ausprobieren. Mal gucken, ob ich das wiederfinden kann. Ha. Nämlich das, coole Spotlight. Da, hier ist es. Jetzt können wir weitermachen. Sehr schön. Also wie gesagt, nicht heute Thema Quellen zu OER als OER. Das ist sicherlich ganz interessant. So, mal gucken. Genau, die erste Anlaufstelle, die wir hier haben, ist OER Info. Das ist eine Webseite, die aus der Förderlinie OER Info entstanden ist, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Und diese Webseite möchte ich euch jetzt mal ein bisschen genauer vorstellen. Ihr seht das hier. Das ist eine Webseite, die sich so ein bisschen als Portal versteht, so dass man hier ganz unterschiedliche Bereiche finden kann. Zum einen kann man hier sehen, dass es einen allgemeinen Bereich gibt, der erklärt, was OER eigentlich genau ist. Ich klicke da mal drauf und dann kriege ich halt so eine Übersicht. Und diese Übersicht ist relativ typisch für den Aufbau von OER Info. Ich habe nämlich verschiedene Bildungsbereiche, an denen sich diese Webseite hier ausrichtet. Ich bekomme grundsätzliche Informationen zu OER, dann halt zu OER in der Schule und so weiter. Und hinter diesen Punkten hier verbergen sich Texte, Videos, Grafiken, die in aller Regel tatsächlich auch selbst OER sind, die ihr also weiter verwenden könnt. Es gibt einen weiteren interessanten Bereich zum Thema OER-Wissen. Hier geht es halt um die verschiedenen Facetten, in denen OER interessant sein könnte. Da schauen wir uns gleich auch noch ein, zwei Punkte an. Es gibt einen Blog. Das gucken wir auch gleich nochmal ganz genau an, aber ich mache einmal kurz hier diese Übersicht zu Ende. Dann gibt es einen Bereich Veranstaltungen. Es gibt die OER.de-Karte, wo man eine tatsächlich kleine Landkarte sehen kann, aber dahinter liegt eine Listendarstellung von OER-Projekten in Deutschland, aber auch weltweit, wenn man das möchte. Es gibt eine Übersicht über OER-Materialien und diverse How-Tos, die man anschauen kann, so dass man hier also eine ganze Menge an Informationen finden kann. Genau, ein Punkt, an dem man vielleicht starten kann, ist
der Blogbereich auf OER Info. Das ist eine Übersicht, wo man die neuesten Themen finden kann zu dem Geschehen in Sachen OER im vor allen Dingen deutschsprachigen Raum. Aber es gibt auch immer Berichterstattung über so internationale Dinge wie OER-Konferenzen oder so. Hier kann man ganz schön Dinge sehen, die man vielleicht auch gut weiterverwenden kann. Jetzt gerade im Juni, also gestern, hat gestartet eine kleine Reihe mit Lightning Talks, wo Menschen sich halt äußern zum Thema OER und was man damit so didaktisch anstellen kann. Das wird eine Reihe von 15 Lightning Talks, was ganz spannend ist. Und wir haben hier einen Bereich von 101s, also so wirklich grundlegendes Wissen zum Thema OER in 10 Videos, die im Rahmen einer Veranstaltung entstanden sind, wo diverse Menschen erklären, was man wissen muss zum Thema, zum Beispiel wie hier Podcasting oder dem Elementarbereich oder zum Thema Urheberrecht und so weiter. Ein paar Leute werdet ihr jetzt vielleicht, während ich hier so drüber scrolle, wiedererkennen. Also Oliver Tacke ist halt auch vertreten, aber es sind auch ein paar Leute, die man nicht ganz so häufig sieht. Das Coole an diesen Videos ist tatsächlich oder überhaupt an den Texten und Videos in diesem Blogbereich ist, dass man sie auch weiter verwenden kann. Ich zeige euch das vielleicht gleich nochmal an einem Beispiel, aber das sozusagen die Informationen, die erstmal wichtig sind zu diesem Blogbereich. Der Veranstaltungsbereich erklärt sich vielleicht so ein bisschen von selber. Hier gibt es einen aktuellen Kalender über Veranstaltungen, die jetzt natürlich vor allen Dingen virtuell stattfinden, aber auch Rückblicke auf Veranstaltungen, die einmal stattgefunden haben. Die OER.de-Karte zeige ich euch jetzt erstmal nicht. Und dann gibt es hier noch einen Bereich mit Materialien, wo man eine zum Beispiel ganz schön gestaltete Zeitleiste finden kann zum Thema OER, die auch immer mal wieder aktualisiert wird, wo man sich halt so über die Entwicklungen der letzten Jahre informieren kann. Das ist also eigentlich alles ganz schön und auch, glaube ich, relativ hilfreich, wenn man sich mit dem Thema OER so auf einer grundsätzlichen Ebene beschäftigen möchte. Genau, also stöbert auf dieser Seite doch gerne mal rum. Ich habe mir hier noch einen Link für euch zurechtgelegt, den ich euch gerne noch mal mitgeben möchte. Und zwar ist das dieses Beispiel hier. Das ist auch auf OER Info zu finden und so ähnlich wie die Videos, auf die ich euch eben aufmerksam gemacht habe, ebenfalls eine Reihe von grundlegendem Wissen zu OER, nämlich die OER-Klärt-Reihe oder auch erklärt, je nachdem. Und zwar versucht OER Info, sehr viele Materialien in grundlegender Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben hier Videos und wir können die Videos zum Download finden, aber auch den dazugehörigen Beitrag auf der Webseite und wenn es gibt, dann auch noch Zusatzmaterialien dazu. Und auf diese Art und Weise kann man eigentlich ganz gut mit dem Material weiter umgehen. Ich zeige euch nochmal ein Beispiel. Das ist der OER-Info-Beitrag zu einem Video. Und wenn man ein bisschen weiter runter geht, dann versucht OER-Info auch immer so ein bisschen Vorbild zu sein, nämlich hier unten so einen Lizenz-Hinweiskasten. Und wenn man das kopiert, dann hat man schon einen fertig funktionierenden Lizenzhinweis erstellt, den man dann in der Weiterverwendung benutzen kann. Das ist also so ein bisschen
der Gedanke, dass man auf OER Info nicht nur Informationen findet rund um das Thema OER, sondern auch so ein bisschen Good Practice Beispiele finden kann. Das geht manchmal bis dahin, dass man die Schriftarten von Grafiken runterladen kann und so weiter, damit man damit eben weiterbauen kann. Also das sozusagen der grundlegende Gedanke von OER Info. Dann habe ich euch ja einen Bereich eben gerade so fast ein bisschen unterschlagen. Das ist der Bereich, muss man eben nachgucken, wie er denn heißt. OER-Wissen. Wenn wir hier drauf schauen, dann finden wir so Rahmenthemen rund um das Thema OER, die sozusagen mitgedacht werden können, wenn man schaut, warum möchte jemand vielleicht OER erstellen oder was empfindet derjenige auch als Hindernis. Und wenn wir auf diese Felder klicken, also meinetwegen hier auf die Geschäftsmodelle, dann kommen wir in einen Bereich, der sich halt damit auseinandersetzt, wie OER funktionieren kann, obwohl man doch eigentlich sein Wissen verschenkt. Das ist so eines der Argumente, dass einem immer wieder entgegengehalten werden. So, also hier findet man so Argumentationsmuster und solche Hilfen, mit denen man dann eben weiterarbeiten kann. Genau, ich habe ja eben gerade gesagt, OER Info ist eine Webseite, die entstanden ist aus der Förderlinie des BMBF OER Info. Und die einzelnen Förderprojekte, die man hier sehen kann auf dieser Karte, die kann man auch finden auf der Webseite OER Info. Ich gehe da mal mit euch hin. Das ist ganz gut, wenn ihr zum Beispiel ein Material sucht, das ihr in einem bestimmten Kontext verwenden könnt. Also wenn ihr sagt, wir möchten Materialien finden, die sich an Hochschullehrende richtet, dann kann man hier einmal durch die Förderlinien durchgucken. Was passiert, wenn ich mich hier auf dieser Seite umschaue? Ich bekomme die Informationen dazu, was andere Projekte an Materialien erstellt haben. Denn OER Info war eine Förderlinie, die besonders zum Ziel hatte, OER in Deutschland bekannter zu machen und die darauf zielte, dass man Multiplikatorinnen und Multiplikatoren schult. Das heißt, innerhalb dieser Projekte ist sehr viel OER zu OER entstanden. Und wenn man jetzt also weiß, zum einen, wo diese Projekte angesiedelt sind und zum anderen, in welchem Bildungsfeld die unterwegs sind, dann kann man hier entsprechend vielleicht fündig werden und sagen, okay, ich möchte mich mit dem Thema Lehrerfortbildung und OER beschäftigen, schaue ich doch mal, was da im Projekt Learn alles an Materialien entstanden ist. Das ist also ein Weg, den man gehen kann, eben über die Seite von dem OER-Infoportal. Man kann noch einen anderen Weg gehen und den würde ich euch jetzt eben nochmal zeigen. Es gibt auch eine Broschüre, die alle diese Projekte hier vorstellt. Also wenn man das Ganze lieber in Form eines PDFs statt einer Webseite haben möchte, dann kann man auch auf dieses Magazin Synergie zugreifen, was ich euch hier verlinkt habe. Genau. Ihr findet alles von OER Info auch auf YouTube. Also alle Videos sind dort eingebunden und es gibt Facebook- und Twitter-Repräsentanzen von OER Info, sodass ihr tatsächlich nicht nur Materialien von dieser Webseite konsumieren könnt oder auf YouTube finden könnt, sondern ihr könnt auch in den Dialog treten mit den Macherinnen und Machern von OER Info, sodass das Ganze tatsächlich dann auch so ein bisschen interaktiv sein kann. Eines der Projekte, das in dieser Förderlinie von OER Info
mitfinanziert wurde, ist das OER Content Buffet. Und das hat einen sehr merkwürdigen Namen, aber eigentlich eine sehr coole Funktion. Deshalb möchte ich euch nochmal auf diese Seite führen. Das Content Buffet hat nämlich die Eigenschaft, nochmal Materialien zum Thema OER aus den Einzelprojekten, die da gefördert wurden, zusammenzusammeln. Auch hier war die Idee, dass ja alle Projekte innerhalb dieser Förderlinie OER Info Fortbildungsmaterial für Multiplikatorinnen machen sollten. Warum sollten also dann rund 20 Projekte jeweils dasselbe machen? Das wäre ja irgendwie ziemlich bescheuert. Also gab es die Idee, auf diesem Content-Buffet entsprechend Bausteine zu sammeln, aus denen man OER-Fortbildungen machen kann. Und das bildet sich auf dieser Webseite hier ab, die jetzt für die Allgemeinheit, also auch für eure Zwecke zur Verfügung steht und wo man zum Beispiel sowas wie ein Spiel finden kann, das man hier sehen kann vielleicht oder erahnen kann, ein Kartendeck zum OER-Geschäftsmodell. So. Oder einen FAQ, also Dinge, die halt relativ häufig mal nachgefragt werden. Und was ihr sehen könnt, ist, dass das Ganze nach Sammlungen organisiert ist, die man auch hier abrufen kann. Und dann kommt man auf so eine Seite mit verschiedenen Kacheln, hinter denen sich die Rahmenthemen von Fortbildungen verstecken. Und wo man halt sagen kann, okay, ich suche Material zu dieser leidigen Frage, warum und wofür gibt es eigentlich dieses merkwürdige OER? Und dann kann man hier nach Inspiration suchen und muss sich eben so einen Baustein nicht ganz von null ausdenken. Also das Content-Buffet durchaus eine interessante Quelle für OER zu OER. Wer das Ganze lieber wieder als PDF haben möchte, also in sogar auch gedruckter Form, ich glaube, es gibt noch ein paar Broschüren, die man bestellen kann, der findet ebenfalls aus dem Projekt, in dem auch das OER Content Buffet entstanden ist, 8 Broschüren zu unterschiedlichen und sehr häufig nachgefragten Themen zum Thema OER. Ihr findet auf dieser Folie verlinkt die Bezugsquelle für sowohl die PDFs als auch eben die papierenden Broschüren. Sehr empfehlenswert, wirklich gut geschrieben, sodass man das Ganze gut nachvollziehen kann. Und das Wort Broschüre kann man hier echt ernst nehmen, also es sind irgendwie jeweils ein paar Seiten, also wirklich knappe Zusammenstellungen, die man, ja, auf die man gut zurückgreifen kann. Was haben wir noch? Es gibt, ein bisschen überraschend, aber doch, oercamp.de, wo ihr nämlich ein bisschen mehr finden könnt als eben die Hinweise auf die Webtalks. Und wie das ja immer so ist, ne, wenn man sich so eine Webseite häufiger anguckt, dann ist man da zu Hause und findet sich ziemlich gut zurecht. Und wenn man da nicht so häufig unterwegs ist, dann interessieren einen vielleicht viele Darstellungen nicht. Und deshalb möchte ich euch hier einmal das Menü zeigen, das Navigationsmenü auf oercamp.de, wo man eben Veranstaltungen und ein Archiv finden kann. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil man hier eben zum einen unsere Webtalks finden kann und andere Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Aber auch, wenn man sich das Archiv anschaut, so andere Formate. Und es gibt hier ein bisschen versteckt einen Bereich, in dem man die Ergebnisse von Werkstätten sehen kann, in denen OER erstellt wurde. Und hierhinter verbergen sich ganz häufig auch solche Dinge wie Dokumente, die von Coaches benutzt wurden, also wieder Erklärungen zu OER und Tools, die man verwendet hat, also Handouts und so weiter.
hier zum Beispiel von Kai diverse Arbeitsblätter zu Bildern und Lizenzen teilen und partizipieren. Also Dinge, die man halt gut auch weiterverwenden kann. Also schaut euch gerne um auf oercamp.de, wo ihr, wie gesagt, in dem Bereich des Archivs vor allen Dingen Materialien finden könnt, die ihr für eigene Workshops entsprechend aufbereiten könnt. Ansonsten als Ergänzung, das OER-Camp ist auf YouTube zu finden. Dort werden halt vor allen Dingen ja jetzt erstmal die Web-Talks abgelegt, aber in Zukunft sicherlich auch noch mehr Materialien. Und auf Twitter ist ebenfalls ein Dialog möglich. Wenn man ein bisschen über den Tellerrand gucken möchte und denkt so, naja, ist ja ganz schön und gut, im deutschsprachigen Raum gibt es OER über OER, schön, aber mir fehlt da ein bestimmter Aspekt und dazu hat sich noch nie jemand ausgetobt. Dann schaut doch mal bei Creative Commons vorbei, dort gibt es nämlich eine OER-Weiterbildung. Diese OER-Weiterbildung kann man machen und sich zertifizieren lassen als OER-Expertin. Und dann weiß man halt, wenn man das durchlaufen hat, eine ganze Menge über den legalen Hintergrund von OER, aber auch Anwendungsfragen und alles Mögliche. Das ist für sich genommen schon mal ziemlich toll. Aber alle Materialien sind tatsächlich auch als OER verfügbar. Das heißt, wir können hier die Resources abrufen und haben dann die einzelnen Bausteine für dieses Zertifikat zur Verfügung. Und die kann man sich dann in verschiedenen Formaten runterladen und damit weiterarbeiten. Man könnte zum Beispiel auch drangehen und einige Elemente übersetzen. Das ist tatsächlich auch für Creative Commons ein großes Ziel, dass man diese Materialien in verschiedenen Sprachen zur Verfügung hat. Es gibt im Augenblick einzelne Bausteine, die auf Italienisch und einige, die auf Arabisch übersetzt wurden. Das aber nur zur Information. Also wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, so bestimmte Aspekte sind noch nicht so bearbeitet, dann schaut doch mal bei den Creative Commons vorbei. Wer Lust hat auf rechtliche Aspekte zu OER, der ist bei iRights Info auf jeden Fall gut aufgehoben und findet dort auch wieder eine ganze Menge an Überblicksmaterialien zum Thema OER. Ich habe euch in der Präsentation die entsprechende Kategorie mal verlinkt, sodass ihr hier dann schon verschiedene Sachen finden könnt. Die Texte auf iRights stehen unter einer Creative Commons Lizenz. Das ist jeweils bei dem Text ausgewiesen. Und es gibt bei iRights Info immer wieder auch Broschüren für verschiedene Bildungsbereiche, sodass ihr also hier für aktuelle Informationen gut aufgehoben seid und entsprechend für eure eigenen Fortbildungen gutes Material finden könnt. Dann gibt es noch ein Buch über OER als OER. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr möchtet, dieses Buch hier kaufen als Papierausgabe, richtig in einem Buchladen und so. Und dann findet man halt diese Informationen zum Thema OER, also was kann man damit eigentlich machen. Man kann aber auch das Manuskript zu diesem Buch, war ein bisschen schnell, entsprechend herunterladen in verschiedenen Formaten, also hier als DocX oder als ODT oder auch als PDF. Wenn ihr also die Idee habt, aus einem der Buchkapitel, das euch besonders gefallen hat, ein Element herauszunehmen und, ich weiß nicht, zu verfilmen, ein Arbeitsblatt oder sonst irgendwas davon zu erstellen, dann findet ihr hier das Rohmaterial dazu. Ja, was fällt uns denn sonst noch ein? Wenn ihr sagt, naja, das ist ja alles gut und schön mit dem vielen Lesen, ob im Netz oder auch
in Büchern. Ich möchte lieber auch irgendwie im Dialog sein mit Leuten oder so. Dann ist so ein MOOC eigentlich eine gute Idee. Und dazu gibt es zwei Angebote, die ich euch ans Herz legen möchte, nämlich die OER-Fachexperten, die ihr auf On-Campus findet. Der Kurs läuft gerade tatsächlich, wenn ich da richtig informiert bin, und wird aber im Nachklapp auch zum Selbststudium zur Verfügung stehen. Und erfahrungsgemäß ist in den begleitenden Foren zu diesem Kurs immer auch ein bisschen was los. Also es handelt sich hier um ein ein kostenloses Angebot, das ihr gerne nutzen könnt und das auch tatsächlich in seiner Gänze als OER zur Verfügung steht, sodass ihr auf diesem Material aufbauen könntet, um zum Beispiel euren eigenen MOOC zu basteln. Also die Möglichkeit gibt es. Gibt es auch nochmal auf der Plattform eMOOCs. Und hier findet ihr einen ebenfalls sehr interessanten Online-Kurs, der ebenfalls unter einer freien Lizenz steht und der vor allen Dingen sehr viel auf Videos und Fragen- und Antwortgeschichten basiert. Und dieser Kurs ist ebenfalls, glaube ich, gut zu durchlaufen. Also ja, wenn ihr selber Interesse habt, könnt ihr den gerne mal mitmachen oder aber eben einzelne Bausteine davon verwenden, weil es eben möglich ist, sie weiter zu verwenden. Ja, ich glaube, das war es schon fast. Es gibt ein allerletztes. Natürlich kann man über OER ganz besonders gut reden, wenn man viel Hintergrundwissen hat, und das findet man zum Beispiel in der Wikipedia, und der Beitrag zu OER ist da natürlich ebenfalls gut geeignet, um ihn weiter zu verarbeiten in Material. Und wie ihr sehen könnt, ist das auch ein durchaus substanzieller Artikel, der auch in einigen anderen Sprachen zur Verfügung steht, sodass es hier möglich ist, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Ja, das war der kleine Einblick in OER zu OER. Ich hoffe, der konnte euch anregen, ein bisschen so Dinge mitzunehmen, die ihr euch mal anschauen wollt, wenn ihr euren eigenen OER-Workshop gestalten möchtet. Ihr müsst nicht alle Erklärungen von Anfang machen, sondern könnt sehr gerne nutzen, was da schon an Materialien da ist. In diesem Sinne wünsche ich euch gutes Stöbern und bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen dieses Mal und freue mich auf die nächste Runde. Bis dann!